Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear. Ja, in der letzten Folge haben wir noch diesen schönen Finger gefunden. Ist das überhaupt einer oder sind das mehrere? Nee, das sind nur irgendwelche Spuren, glaube ich. Nee, ist ein Finger. Erstmal, ich will nicht wissen, woher der Finger kommt. Ich will aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich wissen, von wem die anderen Teile kommen. Wobei man das schon eher nach Frauenhaar aussieht, wenn ich da mal so rein interpretieren darf. Die Kapitel haben sogar Namen, die man aber, wenn man sie in einem Rutsch so durchspielt, leider nicht zu sehen bekommt. Nur so als Beispiel, das letzte Kapitel hieß zum Beispiel Berührung. Ja, da passt der Finger ganz gut dazu. So. Das nächste Kapitel, also das müsste jetzt das letzte sein. Ich denke mal, dass es für jedes Fach ein Kapitel gibt. Das heißt Zeugnis. So. Wenn wir jetzt bedenken, wir haben in jedem Kapitel einen Teil von irgendeinem Körperteil geholt. Ich will es euch nicht verraten, ich will auch nicht meine Theorie dazu preisgeben, aber eigentlich gibt es nicht mehr so viel Auswahl, was da drin sein könnte. Lassen wir uns überraschen, ich werde es euch sagen, sollte ich richtig gelegen haben. Weiß es gar nicht, habe ich das schon vorgelesen? Ich habe dich gehasst, selbst jetzt, du musst es spüren. Verloren, alleine, hoffnungslos, endlich verstanden. Du wirst immer den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Ja, das Bild nimmt langsam Gestalt an. Und so langsam bestätigt sich meine Theorie, dass der seine Frau gemalt hat dadurch. Und wir werden jetzt einfach durch diese Tür gehen und das letzte Kapitel betreten. Ich hoffe echt, dass das Ganze bald ein Ende hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir graut's langsam echt vor jeder Folge. Atmosphärisch gesehen halte ich das sogar noch über einem Level. Also ein Level über Outlast. Oder zumindest auf selben Niveau. Und Outlast war der absolute Hammer, was das angeht. Ist die Frage nur, wo gehe ich hin? Da ist auf. Ich sehe gar nichts. Gehen wir erstmal da lang. Warte, laufe ich gerade im Kreis? Hä? Aber... Oh, Brainfuck hoch 10. Gut, dann gehen wir jetzt da rein. Ich bin jetzt so einen Rundweg gelaufen und komme an derselben Stelle wieder raus, obwohl er gar nicht daran angeschlossen hat, der Rundweg. Wenn ihr versteht, wie ich das formulieren möchte. Jetzt sind wir in so einer Art... Hörst du auf? Ja, geht's vielleicht noch auffälliger? Ach ja, der Ofen. Die Äpfel gehen uns aus. Product Placement für Apple oder was? Wie viel haben die gezahlt? Warte mal, jetzt habe ich das genauso gemacht. Verdammt, und mir haben sie nichts bezahlt. Warte mal. Ich möchte es nur nochmal verdeutlichen. Die Äpfel gehen uns aus. Die Äpfel gehen uns aus. Hä? Oder sind das Tomaten? Das sind doch Äpfel. Also. Ich weiß ja nicht, aber... Für ein, zwei Tage werden die schon reichen, oder? Dieses Knarzen regt mich schon immer auf. Hinter jeder Tür können potenziell richtig kranke Scheiße lauern. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, welche Tür mir weniger gefällt. Gehen wir einfach mal hier lang. Okay, hier geht's dann später weiter, wenn wir... Ja, keine Ahnung, vielleicht brauchen wir einen Schlüssel oder so. Muss ich doch da durch. Warte, habe ich die Tür aufgemacht? Ja, habe ich. Okay. Paranoia und so, ich weiß. Aber ich muss das ja hinterfragen.
du erkennst einfach fast nichts. Ist auch so eins von diesen Bildern, was einfach verläuft, verschmilzt, verschwimmt. Da flackert das Licht. Kannst du das mal nehmen jetzt? Ah, hier, jetzt. Es war einmal ein Mann, voller Passion. Doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ihr Gesicht war eine Qual, sie wurde ihm egal. Sie hasste den Mann mit Passion. Der Wunderknabe war aber vorhin noch nicht da. Hat zumindest meine grobe Theorie, was denn bei den Herrschaften im Haushalt schief liegt. Lieg vor allem lief. Die passt. 100 Pro. Na, was ist das bitte? Oh Gott, bist du hässlich. Also wenn das eine Originalaufnahme von seiner Frau ist, dann hätte ich mich auch in der Bude eingesperrt, ganz ehrlich. Wieso ist sie da überall? So schön ist sie doch auch nicht, dass man das Bild dreimal aufstellen muss. Gott, ist das widerlich. Ich suche hier erst alles ab. Ich will nicht an das Bild ran. Nein! Ich hab's befürchtet. Es gibt nichts außer dieses dämliche Bild hier. Okay. Okay. Warte. Was? Hör auf. Hörst du auf? Nein. Könnt ihr bitte aufhören, so eine blöde Scheiße hier abzuziehen? Ich finde das echt uncool. Was ist, wenn ich jetzt da drauf gehe? Was? Aha! Wo geht's hier raus? Brennt alles! Scheiße! Ja. Dürfte ich jetzt vielleicht. Da ist dieses Heulen wieder. Und da ist eine Tür erschienen, ja, Mahlzeit. Sind das Augen? Och nö. So, noch ein Grund mehr, warum es gut ist, wenn das Let's Play endlich durch ist. Wie zu jeder Session und meistens dann, wenn ich gerade eine echt gruselige Stelle durch habe, crasht das Spiel. Und ich komme in den Genuss, das Ganze nochmal machen zu dürfen. Ist das nicht geil? Zum Glück war es noch nicht so weit, aber das hat mir schon wieder gereicht. So, eigentlich wollte ich nur diese Ratte da angrabbeln oder was auch immer da liegt. Ja, doch, ist eine Ratte. Ich finde die Augen immer noch gruselig. Guckt weg, ich kann nicht, wenn mehr zugucken. You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Gelaufen. Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Okay. Ja, hübsch. Also, was wollte ich tun? Ah ja, genau, das Spiel schließen. Nee, das steht, glaube ich, nicht zur Debatte, leider. Ach, hier war die Tür auf. Wir hören dieses Weinen schon wieder, dieses Wimmern. Ich weiß immer noch nicht, ob das die Tochter ist oder Der Gang sieht viel zu ruhig aus, als dass er ruhig bleiben sollte. Oh, aber ja. Ich ahne Übles. Oh, ich sollte vielleicht nicht die Hand voll in den Mund nehmen, aber ich hab Schiss. Was? Nein! Um Gottes Willen. Ah. Nein, 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 nein. Kurz gucken. Ist zu. Gut. Weg. Andere Richtung. Hier raus. Warte, da komme ich doch her.
Nein, tue ich nicht. Komplett anderer Gang, okay. Oi, 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 oi. Ah, gut, ist zu. Ich hoffe für die Dame auch. Der müsste wirklich nicht in die Arme laufen. Ist überhaupt eine sie? Na, immer wenn das Wimmern kommt, ist sie irgendwo. Also muss es von ihr kommen. Da ist das Fenster auf, kein gutes Zeichen. Kann ich da raus? Diese frische Luft würde dir auch gut tun, alter Mann. Nee, ich kann da nicht raus. Fürs gute Gewissen? Nein, das Licht geht auch nicht an. Scheiße. Aber was ist denn das hier? Das sieht alles aus wie so halb getrocknete Farbe, die irgendwo runtergelaufen ist. Oh. Don't look back. Ja, wenn du Krach machst hinter mir, natürlich gucke ich zurück. Bist du bescheuert? Ja. So sah es bei uns auch immer aus, wenn ich gemalt habe, ganz ehrlich. Aber irgendwie, das restliche Ambiente hat mir bei mir zu Hause irgendwie besser gefallen als das hier. Oh, wieso ist da schon wieder so dunkel? Nein. Soll ich rückwärts hinlaufen? Oh, fuck. Das sieht aus wie so eine... Ja, wie der Schleier von einer Frau, oder? Mit Schnauzbart. Dirty Sanchez. Um Gottes Willen, nee, bloß nicht. Was? Jeder Fehler eine Fallgrube. Okay. Haha! Hm, von hier sieht es irgendwie nicht mehr aus wie eine Frau. Gut, ich glaube, ich bin echt paranoid langsam. Ich hab's ja befürchtet, dass das der einzige Weg sein soll. Riecht die noch weiter auf, um zu sehen, wo es da hingeht, oder? So, jetzt habe ich die Tür auf, ich sehe aber nicht, wo es hingeht. Oh, ich möchte... Nein! Oh, scheiße. Das war jetzt gemein. Was? Oh Gott. Was auch immer da ist, ich will hier nicht sein. Mach zu, Mann! Mach doch die Scheißtür zu, bist du bescheuert? Wieso geht die jetzt nicht zu? Jetzt geht sie zu. In den Keller runter. Ernsthaft. Oh, wann darf ich hier raus? Wann darf ich hier raus? YouTuber wird ja gerne mal vorgeworfen, dass sie dazu neigen zu übertreiben und das Ganze nur spielen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe wirklich Schiss. Das ist nicht gespielt. Ich bin nun mal so ein Fanatiker und gehe bei solchen Spielen immer voll mit. Besonders bei Horrorspielen. Ihr hättet mir niemals sagen dürfen, dass mir solche Spiele sehr gut liegen und dass das gut rübergebracht wird von mir. Jetzt nehme ich das nämlich ernst und mache die ganze Zeit so einen Mist. Wenn wir nicht lieber wechseln, vielleicht auf, keine Ahnung, Hello Kitty Online oder so. Wobei das an sich auch schon recht gruselig ist. Ja, ich will jetzt aber nicht da runter, hallo? Kann ich den Apparillo irgendwie... Oh ja, ich kann, okay. Aber bevor ich da rumkurble, gucke ich erstmal, was hier ist. Gut, ich mache erstmal nochmal zu, man weiß ja nie... Dann kurbeln wir erstmal. Die Frage ist, was holen wir uns da nach oben? Warte.
Nicht im Ernst. Wird das Heulen gerade lauter, wenn ich das hochziehe? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Oh. Was ist das bitte? Ich kann nichts erkennen. Bilder? Sind das die Bilder, von der letztens die Rede war? Von wegen, wir sie kaputt machen? Oh, können die Geräusche bitte aufhören? Scheiß drauf. Wah! Okay. Nichts passiert. Nur eingerastet. Geht nicht weiter. Besser eingerastet als ausgerastet. Oh, scheiße. Komm ich da ran? Ich meine so... Jemand irgendwie rübergezogen oder so? Oh, nee! Oh, scheiße. War jetzt nicht die beste Wahl, oder? Darunter zu fallen. Oh, scheiße. Oh Gott. Oh nee. Warum musste ich das auch machen, ey? Ausgerechnet da, wo die Geräusche herkommen, da muss ich reinfallen. Warte, das ist dieselbe Tür wie oben. Okay. Oh je. Vorsichtig. Da ist wieder dieses Flüstern. Ist das ein Bett oder was? Kannst du überhaupt noch malen? Super, Hunter! Is that her? Oh God. Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face. Her hands. She will be devastated. Ich ahne Böses. In Asche sollst du ernten. Ist das die sogenannte, wie soll ich das sagen? Oder lag hier die liebe Spenderin? Die eventuell jetzt hinter mir steht. Oh, Gott sei Dank. Hände, Gesicht. Hört doch auf mit der Scheiße. Was hat er denn im Gesicht gemacht? Hat er da die Haut her oder was? Die Frage ist, mit wem redet er da? Ja gut, er ist wahnsinnig, ne? Oder war wahnsinnig. Also ich denke, dass das die Stelle war, wo er sie mehr oder weniger auseinandergenommen hat. Und das nicht verbal. Das Alphabet, alles klar. Und die Zahlen, ja, so weit kann ich zählen, ja. Ha! Ah, war nur das Gewitter. Gut. Boah, also das wird
die Atmosphäre ist deutlich intensiver als noch am Anfang, muss ich mal so ehrlich sagen. Oder ich habe heute meinen Schissertag, ich habe keine Ahnung. Aber ich traue mich kaum noch vorwärts zu laufen, das merkt er vielleicht. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363-853. Ich hoffe bald wieder von Ihnen zu hören. Warte mal, 363. Warte, das sind die Nummern, die dieser komische, lustige Typ da auf dem Bild immer hatte, der mir geholfen hat beim Nummerwählen am Telefon. Na klar. Ja, was soll ich mit dem blöden Info-Dings jetzt anfangen? Ah ne, haben wir ja schon. 363-853. Was mache ich hier? Yes, no. Hä? 3, 6, 3, 5, 8, 3. No. Was? Yes. What? Okay. Ich kann mich aber auch gerade gar nicht konzentrieren im Moment. Ist echt schlimm. Deswegen würde ich sagen, ist hier eine gute Stelle, um das Ganze mal kurz zu unterbrechen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir uns das komische Rätsel da an, weil das muss ich ja offenbar da machen. Wir können höchstens noch testen, warte. Okay, ich könnte auch weitermachen, aber ich würde gern wissen... Oh ja, ich mach die Tür lieber wieder zu, besser ist das. Ich will auf jeden Fall wissen, was das hier ist und wieder was wir da irgendwie an Story noch geliefert kriegen. Das ist ja meistens so. Einige Rätsel sind ja wirklich optional, haben aber dann diese Komponente eben dabei, dass man eben noch ein bisschen mehr erfährt über die ganze Story. Deswegen will ich das eigentlich schon machen. Aber nicht mehr heute. So, genug rumgefaselt. Danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video, abonniert mich, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.